Alles zum Thema ambulante Pflege findest du hier bei Ambulant Blogged. Dein Pflege- und Gesundheitsblog im Netz. Wir zeigen euch heute, wie man den Blutdruck misst. Dafür brauchen wir eine Manschette mit einem Manometer und ein Stethoskop. Für den häuslichen Gebrauch gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, den Blutdruck zu messen. Ein vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Oberarm. Oder vollautomatische Handgelenk-Blutdruckmessgeräte. Es gibt zwei Werte, die beim Blutdruckmessen eine Rolle spielen. Der systolische und der diastolische Wert. Systole kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt zusammenziehen. Wenn das Herz sich zusammenzieht oder kontrahiert und dabei anspannt, wird das Blut dadurch aus den Herzkammern in den Körper gedrückt. Deshalb spricht man unter anderem auch von einer Austreibungsphase. Die Diastole ist die Entspannungs- und Füllphase des Herzens. Dazu gleich aber noch mehr. 120 zu 80 mmHg ist nach WHO übrigens der optimale Blutdruckwert. Beim alten Menschen erhöht sich der Blutdruck, weil sich die starren Gefäße nicht mehr so gut den wechselnden Druckverhältnissen anpassen. Bei Neuaufnahmen sollte immer an beiden Armen eine Blutdruckmessung durchgeführt werden, weil es durch diverse Einflussfaktoren immer zu Differenzen kommen kann. Weiter sollte der Blutdruck regelmäßig gemessen werden. Bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nach Operationen, vor der Mobilisation bei Bettlägerigkeit. Bei Verdacht auf Hyper- oder Hypotonie. Bei Medikamenteneinnahmen, die Einfluss auf den Blutdruck haben. Bei starken Blutdruckschwankungen. Nach Unfällen, Stürzen. Und Schock. Man sollte im Optimalfall 5 Minuten vor der Messung ruhig sitzen und sich entspannen. Die Messung sollte nach Möglichkeit immer unter den gleichen Bedingungen stattfinden. Es sollten während der Messung keine großen Bewegungen durchgeführt werden. Geräuschquellen sollten minimiert oder komplett beseitigt werden. Den Wert immer nach der Messung direkt dokumentieren. Kommen wir zur Durchführung. Der Patient wird über unser Vorhaben informiert. Die Materialien sind vorbereitet und desinfiziert. Der Patient wird gebeten, seinen Arm auf dem Tisch in Herzhöhe abzulegen. Die Kleidung am Arm wird entfernt bzw. hochgeschoben. Es wird geprüft, ob die Manschette komplett luftleer ist. Die Manschette wird nun eng um den Oberarm gelegt, sodass noch ca. 2 cm Platz zur Ellenbeuge sind. Das Ventil des Manometers schließen. Unter Palpation der Arterie wird die Manschette ca. 30 mmHg über den systolischen Druck aufgepumpt. Also bis man keinen Puls mehr tasten kann. Der Druck der Manschette ist nun größer als der arterielle Druck. Der Blutstrom in den Arterien ist komplett unterbrochen. Jetzt wird die Membran des Stethoskops kurz angewärmt. Und die Ohroliven vom Stethoskop locker ins Ohr gesteckt. Und direkt daraufhin wird die Membran mittig auf die Ellenbeuge gelegt. Das Ventil am Manometer wird nun vorsichtig aufgedreht, sodass die Luft langsam entweichen kann. Sobald der Manschettendruck den arteriellen Druck unterschreitet, kann wieder Blut durch die Arterien fließen. Die ersten Blutströmungsgeräusche, die wir hören, ergeben unseren systolischen Wert. Diese Blutströmungsgeräusche nennt man übrigens auch Krotterkopfgeräusche. Jetzt müssen wir aber weiter gut aufpassen. Denn sobald die Geräusche verschwunden sind, haben wir auch schon unseren diastolischen Wert. Den ermittelten Wert solltet ihr jetzt direkt dokumentieren. Und fertig. Du bringst mich aber zum Lachen. Ich sag's in die Kamera. In Folge immer am Rücken. Systole kommt aus dem Griechischen und heißt zusammengesetzt Scheiße. Handdruckblut gemessen. Aber jetzt habe ich blöd geguckt. Ja, ja. Ich messe dir jetzt den Blutdruck. Frau Chili.